Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Steffen von Love in New York und in dem Video möchte ich dir alles zeigen, was du zum Transfer von JFK nach Manhattan und Brooklyn und Queens wissen musst. Also alle Möglichkeiten, die du hast, möglichst schnell, ob du alleine bist oder zu zweit oder zur Familie bist. Also alle Möglichkeiten, die du hast, um dorthin zu kommen. Also es gibt diverse Sachen, es hat sich viel geändert und das ist jetzt der neueste Stand. Viel Spaß! Wie dämlich. Die hat sich ausstellen müssen. Hast du das gefilmt? Der Flughafen JFK ist 25 Kilometer von Manhattan entfernt, befindet sich in Queens und ist ungefähr, je nachdem welche Option ihr wählt, 1 bis 2 Stunden Fahrtdauer eben von Manhattan entfernt. Jeden Tag landen mehr als 1000 Flüge und mehr als 15 Millionen Passagiere werden abgefertigt. Und das ist ungefähr nur 50% von dem Niveau, was wir vor COVID hatten. Also ihr seht, schon jetzt ist viel los. Und das Gute daran ist, es gibt einfach super viele Optionen. Welche es sind, siehst du jetzt. Option Nummer 1, die du hast, ist das Yellow Cab. Das Yellow Cab ist in dem Sinne ein Vorteil, weil es eine fixe Flatrate gibt. Die Flatrate kostet 70 Dollar aktuell. Dafür kannst du jedes Ziel in Manhattan ansteuern. Zu den 70 Dollar hinzu kommt noch eine extra Gebühr für, wenn du das in der Stoßzeit nutzt, das ist zwischen 4 p.m. und 8 p.m., dann kommt nochmal 5 Dollar extra oben drauf. Und was noch nicht mit berücksichtigt in dieser Flatrate ist das Trinkgeld und die Gebühren für Maut oder für Brücken. Schlussendlich wirst du wohl ohne bei 90, 95 Dollar pro Yellow Cab landen. Da könnt ihr dann ja auch bis zu 4 Personen drin Platz nehmen, weil es halt verschiedene Varianten mittlerweile vom Yellow Cab gibt. Hier oben geht es zu den Taxis. Wenn ihr ein Auto ausleihen wollt, müsst ihr dort lang. Und wenn ihr ein Uber habt, geht es auch geradeaus. Und genauso wie der Transit. Folgt einfach den Schildern, wenn ihr das Terminal verlasst. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Taxi ist ausgeschildert. Wenn ihr dann aus dem Terminal rausgeht, werdet ihr schon sehen, es gibt eine Linie von Yellow Cabs, eine Warteschlange. Und ganz, ganz vorne, wo das erste Yellow Cab steht, dort wird euch auch euer Yellow Cab zugewiesen. Da ist ein Dispatcher, also ihr seht schon die Person mit den gelb-schwarzen typischen Sachen, die man so mit dem Yellow Cab verbindet. An die Person wendet ihr euch, werdet ihr sehen, ihr werdet nicht die Einzigen sein. Und die weisen euch dann das nächste Taxi zu. Das heißt, es gibt keine Drängelei, das ist super geordnet. Und von dort aus kann dann eure Reise nach Manhattan oder zu eurem Reiseziel starten. Auch hier nochmal die Info. Achtung, die Flatrate gilt nur für die Option, wenn ihr von JFK nach Manhattan fahrt. Die nächste Option ist, per Uber oder Lyft zu deinem Ziel zu kommen. Beide buchst du über eine App und der Transfer kostet dich so um und bei 80 bis 140 Dollar. Die Preise schwanken dort schon stärker, weil du verschiedene Optionen buchen kannst. Ob du ein normales Taxi nehmen willst, also ein normales Fahrzeug, oder du kannst auch bis zu einem SUV buchen. Du kannst sogar ein E-Auto buchen, wenn du möchtest. Wenn ihr euch für ein Uber oder für ein Lyft entschieden habt, verläuft es folgendermaßen. Ihr bucht euren Transfer, wenn ihr angekommen seid. Also wenn ihr im Terminal seid und absehen könnt, wann ihr wohl das Terminal verlassen werdet. Das dauert auch nicht lange, denn die ganzen Uber- und Lyft-Fahrer befinden sich im Umkreis vom Flughafen. Innerhalb der nächsten 10 Minuten, maximal Viertelstunde, ist dann euer Uber oder euer Lyft da. Wo findet ihr dann das Uber oder das Lyft? Schon bei der Buchung in der App könnt ihr Pickup Areas angeben. Und auch das ist super ausgeschildert. Wenn ihr aus den Terminals rausgeht, seht ihr verschiedene Pickup Areas, die dann entweder Nummern haben, 1 bis 4 oder Buchstaben 1 bis F. Und schon bei der Buchung gebt ihr mit an, wo ihr abgeholt werden wollt. Auch das ist über die App ganz einfach zu sehen, weil ihr dort nämlich dann euren kleinen Punkt seht, wo ihr euch gerade bewegt auf der App und könnt dann das nächste Terminal oder die nächste Pickup-Station wählen. Es ist super einfach, super convenient, könnt ihr wirklich gar nichts damit verkehrt machen. Option Nummer 3 ist ein Privattransfer. Ein Privattransfer ist auch ein Transfer mit dem Auto nach Manhattan, also oder auch nach Brooklyn oder nach Queens geht das auch.
wo du halt von einem Fahrer abgeholt wirst, meistens mit einem Schild gleich in der Empfangshalle. Dann gehst du zu deinem Fahrzeug oder zu eurem Fahrzeug und dann werdet ihr in die Stadt gebracht. Die Preise sind dort ein bisschen höher. Sie variieren zwischen 100 und 140 Dollar. Die passenden Links dazu habe ich unter das Video wieder gepackt, dass du den richtigen Privattransfer findest. Denn es gibt einige da draußen, die halt nicht mehr so gut bewertet sind. Und von der Vielzahl an Optionen, die du vorher hattest, sind einfach nur einige wenige übrig geblieben. Wie gesagt, ist eine super Option, wenn du halt die Anbieter nimmst, die ich halt unten drunter gepackt habe. Die nächste Option ist eine Art Van, das ist ein Shared Shuttle, also ein Shared Ride. Das kann man machen mit GoAirlink NYC, das ist der größte Anbieter. Das geht bis zu 12 Personen und dann kostet dich das 45 Dollar pro Person. Das funktioniert auch ganz einfach. Das ist wie eine Art Sammeltaxi, wo ihr dann halt mit bis zu 12 Mann zu eure Reiseziele ansteuert. Der Vorteil daran, es ist halt super günstig von allen Optionen, die nicht die Subway sind, dazu komme ich gleich. Der Nachteil ist, es kann halt ein bisschen länger dauern, wenn ihr die letzte Person auf der Route sind in New York, bist du halt schon mal gerne 2,5 Stunden unterwegs. Wenn dich das nicht stört, ist das einfach eine ganz, ganz beliebte und gute Option. Kommen wir nun zu ein paar Luxusoptionen. Du kannst natürlich sagen, ich will es richtig krachen lassen. Da kannst du die beliebte Limo, die wirklich auch das Straßenbild prägt, auch buchen. In der Limo sind Platz bis zu 7 Personen. Du buchst das ganze Fahrzeug. Das kostet dich dann 400 Dollar. Es gibt noch eine Luxusoption, wenn du sagst, ich will es noch mehr krachen lassen. Es gibt sogar Helikopterflüge von JFK an einen der mehreren Heliports in New York. Das kostet so um bei 250 bis 300 Dollar. Passiert mit Blade, heißen die Anbieter auch da. Nur aus Spaß packe ich den Link mal drunter. Schau es dir unbedingt mehr an. Die Kombination aus AirTrain und Metro ist nicht nur die schnellste, okay, der Helikopter ist die schnellste Variante, aber ist die schnellste realistische Variante und die kostengünstigste Option. Das Ticket für den AirTrain kostet mittlerweile 8,25 Dollar und die einfache Fahrt von der passenden Subway Station zu eurem Reiseziel kostet 2,75 Dollar. Das heißt, für 11 Dollar pro Person könnt ihr dann ja euer Reiseziel erreichen. AirTrain. Der AirTrain besteht aus drei Linien. Die gelbe Linie verbindet alle Terminals miteinander. Die gelbe Linie verlässt nie den Airport. Die fährt da wirklich im Kreis ringsherum. Wenn ihr mit Lufthansa oder Air France oder KLM angekommen seid, kommt ihr am Terminal 1 an. Terminal 4 ist dann für Singapore Airlines, für Delta, für Etihad, die starten und landen dort. Und wenn ihr mit Air Lingus geflogen seid, kommt ihr am Terminal 5 an. Egal, aber eigentlich, wo ihr ankommt, ihr könntet den gelben AirTrain nehmen, um sich die anderen Terminals anzugucken, aber viel, viel wahrscheinlicher ist die Option, dass ihr entweder den roten oder den grünen AirTrain nehmt. Was ist der Unterschied zum gelben? Beide verlassen den Flughafen und bringen euch zu einer Subway Station. Wenn euer Reiseziel eher Midtown Manhattan ist oder Brooklyn oder die Upper East Side, Upper West Side, dann ist die Station Jamaica das Richtige. Jamaica erreicht ihr mit der roten Linie und die Linien, Subway-Linien E, J und Z verbinden euch dann mit eurem Reiseziel. Wenn ihr eher in Richtung Financial District oder Lower Manhattan wollt, dann ist Howard Beach genau die richtige Option für euch. Howard Beach erreicht ihr auch mit dem AirTrain. Das ist aber diesmal die grüne Linie. Das Tolle bei beiden ist, ihr müsst niemals zwischendurch eine Station wechseln. Ihr wählt einfach am Airport die grüne Linie oder die rote Linie und schon fahrt ihr los bis zur jeweiligen Endstation vom AirTrain. Wir werden die grüne nehmen, weil da muss man nämlich nur muss man gar nicht umsteigen zu unserem Ziel. Deswegen warten wir jetzt noch 3 Minuten und dann steigen wir in den AirTrain ein. Wenn ihr in den AirTrain einsteigt, dauert die Fahrt so um und bei, ich würde mal sagen, 10 Minuten bis Viertelstunde, um zur jeweiligen Subway Station zu kommen. So, also ihr seht, bis zum Ende fahren. Jetzt sind wir hier, damit ihr hier rauskommt, müsst ihr den AirTrain bezahlen, 8 Dollar und wenn ihr gleich eine Subway-Karte mitnimmt, eine einfache Fahrt, wie wir das hier gemacht haben, um nach Manhattan zu kommen, könnt ihr das auch hier direkt machen. Super einfach, weiter geht's. Wie bezahlt ihr nun? Ganz einfach.
Ihr geht zu dem Automaten hin und habt verschiedene Optionen. Wenn ihr die einfachste Option wählt, so wie ich das gemacht habe, ich habe den AirTrain bezahlt und ein Single-Ride-Ticket, konntest du diese Option wählen. Single-Ride-Ticket kaufen plus AirTrain. Ihr seht an den Aufnahmen, dass ich das im Februar gebucht habe und im März wurden die Preise angepasst. Also deswegen steht da noch 8 Dollar der AirTrain, aber er kostet 8,25 Dollar. Jetzt bucht ihr das Paket aus dem Single Ride und aus dem AirTrain-Ticket, könnt es dann ganz, ganz komfortabel mit der Kreditkarte bezahlen. Ihr könntet auch per Cash bezahlen. Es ist super einfach. Kreditkarte reinstecken, wieder rausziehen und schon erhaltet ihr eure Metrocard. Super einfach. Eine weitere Option, die ihr habt, wenn ihr von JFK nach Manhattan fahren wollt, ist der Zug. Das ist aber immer nur dann wirklich sinnvoll, wenn eure Unterkunft oder euer Hotel in der Nähe von einem der beiden Bahnhöfe von New York ist, und zwar vom Grand Central Terminal oder von der Penn Station. Wenn, wie gesagt, euer Hotel in der Nähe ist, ist das eine tolle Option. Wie könnt ihr diesen Zug erreichen? Auch hier ist der AirTrain die erste Option. Nehmt den roten AirTrain, fahrt auch wieder bis zur Jamaica Station. Dort steigt ihr dann aber nicht in die Subway ein, sondern direkt gegenüber ist der Bahnhof zur Long Island Railroad. Dort steigt ihr dann in den Zug ein und seid in ungefähr 18, 19 Minuten halt eben an der Penn Station oder am Grand Central Terminal. Geht super einfach, super schnell. Wie bekommt ihr jetzt eure Tickets? Auch das ist ganz, ganz einfach. Bis zu 30 Tage im Voraus könnt ihr die Tickets schon vorab buchen. Entweder über ihre eigene App oder ganz einfach über die Webseite. Ihr könnt euch dort alle Fahrpläne anzeigen lassen. Ihr seht dazu, wie lange es dauert. Ihr seht die Station dazwischen, gar keine. Ihr fahrt nämlich direkt durch und ihr seht schon die Gebühren und könnt dann hier genau kaufen. Ihr seht, es gibt einen Peak-Preis und es gibt einen Off-Peak-Preis. Was bedeutet das? Also, wenn Rush Hour ist, ist das Ticket 3 Dollar teurer. Das wird euch aber bei der Ankunft nicht wirklich interessieren, weil das nur für Züge gilt, die zwischen 6 und 10 Uhr morgens in Manhattan ankommen, am Grand Central Terminal oder an der Penn Station. Und die allerwenigsten Flüge, die es nach JFK gibt aus dem deutschsprachigen Raum, sind in der Uhrzeit in Manhattan, man fährt einfach viel, viel später. Wie gesagt, tolle Option, schnell und ihr könnt auch hier wieder alles online vorher buchen. Wenn ihr zu viert reist, also als Familie reist oder als Gruppe reist, gibt es einen Trick, der eure Reisekasse sich freuen lässt, denn es gibt ein 10er-Ticket für den AirTrain. Dieses Ticket gibt es nur an den Subway Stations, nur an den Terminals Jamaica und Howard Beach JFK. Nur dort könnt ihr die buchen. Das Tolle daran ist, dann kostet euch nämlich nicht die einzelne Fahrt 8,25 Dollar. Das 10er-Paket kostet 25 Dollar. Ihr seht, das ist eine unglaubliche Ersparnis von 70%, wenn ihr die bucht. Selbst wenn ihr nur zu viert seid, lohnt sich. Die anderen beiden könnt ihr ja auf dem Rückweg irgendjemand verschenken, der dann halt auch den AirTrain nutzen möchte. Noch ein Tipp, wenn ihr als Familie unterwegs seid. Da habt ihr auch verschiedenste Optionen. Wenn ihr mit Kleinkindern unterwegs seid und einen Kindersitz benötigt, müsst ihr wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und einen Privattransfer buchen. Meistens wird es dann wenn ihr zu dritt seid, ein normales Fahrzeug werden, wo ihr den Kindersitz als Option hinzubucht. Oder wenn ihr zu viert unterwegs seid, wird euch Amerika-typischen SUV angeboten. Dort könnt ihr Kindersitze zusätzlich hinzubuchen. Auch hier variieren die Anbieter wirklich von Zeit zu Zeit. Ich packe euch den richtigen Link drunter, auch wenn ihr das Video in einem halben Jahr erst anschaut. Ich aktualisiere diese Links regelmäßig, dass ihr immer die richtigen Anbieter habt. Ich selber war auch schon mit unseren Kindern und meiner Frau unterwegs und da haben wir uns auch ein SUV buchen müssen, weil wir halt zwei Kindersitze gebraucht haben. Die sind nicht günstig, da rechnet man mit ungefähr 200 Dollar die Option, aber das war für uns der sicherste Weg, unsere Kinder nach Manhattan zu bekommen. Wenn eure Kinder schon ein bisschen größer seid, auch das habe ich bei den Reisen schon oft gesehen,
und ihr mit dem Taxi fahren wollt, ist das Yellow Cab eine tolle Option. Es gibt halt mehrere Varianten mittlerweile, sodass ihr auch zu viert reingehen könnt. Ist gar kein Problem. Auch hier gelten die Preise komplett gleich, weil ihr das ganze Fahrzeug bucht, egal ob ihr mit einer Person drin sitzt oder mit vier, ist völlig egal. Oder ihr könntet halt auch die Option wählen, die ich angesprochen hatte, aus AirTrain und der Subway, um ja, zu eurem Reiseziel nach New York zu kommen. So ihr Lieben, das waren alle Optionen, die ihr habt. Nochmal zusammengefasst, das Yellow Cab mit Flatrate nach Manhattan. Ihr könnt Uber und Lyft wählen als private Services. Ihr könntet einen Limousinen-Service buchen als super Option oder einfach einen Privattransfer, wo ihr mit dem Schild im Terminal abgeholt werdet. Es gibt diese Shared Rides bis zu 12 Personen, wo ihr mit dem Van für $45 um und bei pro Person zu eurem Reiseziel kommt. Und ja, wohl die beliebteste ist die Kombination aus AirTrain und Subway. Das war mein Ausflug in welche Optionen du hast, um vom Flughafen JFK zu deinem Reiseziel nach New York zu kommen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte die super regelmäßig, weil ich einfach möchte, dass ihr eine fantastische Zeit habt, super sicher nach Manhattan oder nach New York kommt, je nachdem, was euer Reiseziel ist. Ich habe noch weitere tolle Videos zu New York, verpasse sie nicht. Einen ultimativen Subway Guide, den lege ich dir noch mit ans Herz. Ist eine tolle Art, in New York unterwegs zu sein. Das wird gleich das nächste Video. In dem Sinne sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Video. Wenn es dir gefallen hat und du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, lass uns einen Daumen hoch da oder abonniere am besten noch unseren Kanal. Du kennst das ja schon. Und in dem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Ansehen vom Video. Und wir sehen uns im nächsten Video hier in meinem ultimativen Subway Guide. Tschüss, euer Steffen von Loving New York.